Moin Moin Freunde, was geht? Ja und herzlich willkommen zu der Logan Lucky Verlosung mit meinen Fakten über mich. Das sind 10 Stück an der Zahl und eine kleine Challenge an euch. Das werdet ihr gleich nach dem Intro erfahren und los geht's. Ja, Freunde, herzlich willkommen. Und es gibt halt was heute zu gewinnen. Es gibt nämlich heute Freikarten zu gewinnen zu Logan Lucky. Der startet ja nämlich am 14. September 2017 nur in den deutschen Kinos. Und ja, da spielen ja halt auch bekannte Schauspieler mit wie Channing Tatum, Adam Driver und natürlich Daniel Craig. Und warum wir die gewinnen können, das seht ihr nachher nach meinen Faktenvideos. Die haben wir im Griff. Melly, ich mach mich hier jetzt nackig auf dem Rücksitz. Also nicht gucken. Ich hab gesagt, nicht gucken. Gibst du mir bitte meine Hand nach vorne? Das ist die hier? Ja, und wir haben ja auch fast die 400 Abonnenten geschafft. Da fehlen ja nur noch 12 Leute. Ich denke mal, die schaffen wir auch bald. Und wenn ihr natürlich die Videos teilt, natürlich gerne, sag mal, ich verlange es nicht von euch. Desto mehr wir sind, desto bessere Sachen kann ich ja anziehen. Das weiß ja eigentlich ganz jeder und so weiter. Würde ich auch gerne euch auch zeigen. Und ich versuche natürlich immer, was gerne für euch ranzuziehen, meine Community was so wiederzugeben, weil ohne euch geht das hier alles nicht. Und da muss ich ja mal, wie gesagt, immer vielen Dank sagen, wenn wir das so ein bisschen schaffen. Und ich habe jetzt gedacht, eine Bitte an euch. Ganz ehrlich, der Thomas und ich, wir haben gedacht, wenn ich die 500 schaffe und Thomas die 200 Abonnenten, er hat nämlich jetzt irgendwie, glaube ich, irgendwo 170, er hat ja seine Abozahl ausgemacht, da machen wir ein fettes, fettes Gewinnspiel. Einzige Bedingung, wir machen jetzt eine Week Challenge, also eine Woche habt ihr Zeit, ab heute bis nächsten Donnerstag, das schreibe ich auch noch alles in die Infobeschreibung rein, wie das alles ablaufen wird, da habt ihr nämlich Zeit, jetzt dann, wie gesagt, mich zu unterstützen und den Thomas. Weil wenn wir nämlich die 500 Abonnenten schaffen in 7 Tagen und der Thomas seine 200 Abonnenten, dann hauen wir richtig geile, fette Preise raus, Leute. Unter anderem ein kleines, fettes YouTuber-Anfangspaket. Vielleicht ist da ja eine Kamera dabei, man weiß es ja nicht. Dann was für die PS4 und so weiter und lasst euch überraschen. Das werden richtig fette Preise sein. Wenn wir das in den 7 Tagen nicht schaffen, dann verlängert sich das bis zu 600 Abos. Immer so weiter, bis zu den 1000 Abos. Und wenn wir die 1000 Abos geschafft haben, Leute, verspreche ich euch, dann wird es ausgeschüttet. Steht aber alles in der Infobeschreibung drin und in den nächsten Videos wird es auch halt so wiederholt. Das ist halt jetzt die Week Challenge. Ich hoffe mal, wir schaffen das ganz schnell, dass wir bei 500 Abos und bei Thomas 200 Abos, er wird auch ein Nebengewinnspiel halt machen, dass wir das auf jeden Fall schaffen. Das bin ich mir zuversichtlich und die Uhr tickt, macht mit. Viel Spaß. So, dann kommen wir jetzt nämlich zu meinen crazy Fakten über mich. Ja, keine Ahnung, ob ihr das wissen wollt. Sonst spült ihr vor und guckt euch das Gewinnspiel an, was es zu gewinnen gibt und wie man dies gewinnen kann. Dann beginnen wir mit Fakt Nummer 1 über mich. Das ist nämlich, wie alt bin ich? Ich bin nämlich 30 Jahre alt. Fakt Nummer 2. Ja, die Leute, die mich kennen, sag ich mal, auch Freunde und so weiter, ich komme nie pünktlich. Ich bin echt ein unpünktlicher Mensch. Wenn ich auch immer mal eine halbe Stunde oder 5 Minuten zu spät komme, ich komme hier rechtzeitig nie von zu Hause weg. Echt. Das ist eine schlechte Angewohnheit, Leute. Also kommt immer pünktlich. Fakt Nummer 3. Ja, mich haben da viele gefragt, was machst du beruflich, was hast du gelernt? Machst du das hier natürlich irgendwie beruflich? Also YouTube mache ich nicht beruflich, das ist alles ein Hobby. Und ich verdiene damit nichts. Ja, ein paar Kröten, sag ich mal. So, das ist die Monetarisierung. Aber, ganz ehrlich, ich bin staatlich geprüfter Maschinentechniker. Das habe ich letztes Jahr bestanden im Fernstudium. Habe ich da, wie gesagt, 3,5 Jahre hingehockt und habe das da durchgezogen. Also, wie gesagt, Leute, macht immer eine vernünftige Ausbildung, dass ihr auch was im Beruf werdet. Fakt Nummer 4. Es wird keiner glauben, aber ganz ehrlich, ich bin ohne Scheiße noch nie geflogen. Noch nie im Flugzeug. Okay, Helikopter bin ich schon geflogen, aber im Flugzeug bin ich noch nie geflogen. Fakt Nummer 5. Wenn ich aber fliegen würde, dann wäre mein Traumziel natürlich die USA. Sei es Florida oder New York. Ich würde mal gerne zum Orlando Park Universal Studios besuchen und würde da gerne mal hinfliegen. Fakt Nummer 6. Ja, ich fahre ein Auto und das Auto ist ein Ford C-Max. Schwarz. Hat eine kleine Sonderedition, bisschen Sportpaket und so weiter, Teil Ledersitze. Aber sonst ist es ein Familienwagen. Aber Hauptsache, es passt da viel rein. Viel Nerdkrams.
Fakt Nummer 7. Ja, also wie man sehen kann, ich habe jetzt ja ein T-Shirt an und durch die ganzen Unboxings und Lootboxen halt, habe ich wirklich mega viele T-Shirts angesammelt, aber ich hatte das schon immer gehabt, so einen kleinen Tick. Ich habe vielleicht 2-3 Pullover und also ich bin wirklich so einer, ich laufe fast auch mit einem Winter halt ein T-Shirt rum. Ich habe da so einen kleinen T-Shirt-Tick. Fakt Nummer 8. Ja, also mich haben auch viele gefragt, wie lange sammelst du denn schon wie lange hast du diese Sammelleidenschaft schon? Also ich muss sagen, ich bin wirklich angefangen mit der Grundschulzeit, sei es wirklich Schubba-Schubs-Slammers, mit drüber über Pokémon-Sachen und Dragonborn-Sachen. Also ich kann wirklich sagen, ich habe glaube ich angefangen mit 5, 6 mit meinen Actionfiguren, habe auch Star Wars gehabt, Turtles, alles mögliche, habe die immer gesammelt. Und ja, also man sieht es ja hier in meinem Raum, ich habe nicht aufgehört zu sammeln und es ist so, wenn man einmal angefangen hat, dann hört man nicht auf. Fakt Nummer 9. Ja, also filmemäßig, mich haben auch viele gefragt, was ist denn Genre? Und ich kann es nur sagen, Horrorfilme sind mein Genre und ich bin angefangen mit 17 ganz spät mit Splatter und Gore und so weiter. Desto blutiger, desto lustiger wird es irgendwie so ein bisschen in der Art, ist halt so ein schräger Humor. Aber wie gesagt, ich stehe halt so auf richtig alte Schinken wie Zombies im Kaufhaus. Natürlich Freddy vs. Jason, also Jason Voorhees und Freddy Krueger. Also das ist mein Ding und deswegen gibt es dann natürlich auch ein kleines Special zu S. Fakt Nummer 10. Ja, also ganz ehrlich, ich bin ja auch Nerd und so weiter, aber auch einer, der sich dann halt normal anzieht. Also was heißt Nerd, ist ja so ein Oberbegriff. Da wird es auch nochmal was irgendwann zu geben. Nerd versus Vorurteil, da wird es halt mal gespannt. Aber ganz ehrlich, so als normaler Mensch und so auch als 30-Jähriger kann man trotzdem Party machen und ich mache auch ganz gerne Party und trinke auch mal was und so weiter. Aber immer im Maßen, bitte. Nummer 11. Jo, ich bin ein Mann. Ja, Leute, so, das waren meine Fakten über mich gewesen, wie gesagt. Und ja, es könnt ihr nämlich endlich mal, da habt ihr auch bestimmt gesagt, ach scheiße, der labert ja die ganze Scheiße über sich da und so weiter. Interessiert doch gar keinen. Ich kann es dann verstehen. Egal. So, jetzt kommen wir nämlich zum Gewinnspiel. Wie gesagt, die Challenge läuft ja, das wisst ihr ja Bescheid. Schaffen wir in einer Woche halt die 100 Abos, bis 500 Abos meine ich. Dann kommen richtig, richtig fette Preise hier auf diesem Kanal. Und bei Thomas und weiter, das verspreche ich euch wirklich. So, dann, so, ihr könnt jetzt halt wirklich hier was Geiles gewinnen zu Logan Lucky. Und das sind nämlich 2x2 Freikarten, die könnt ihr gewinnen. Das könnt ihr hier sehen. Ja, und die sind gültig bis zum 25. Oktober 2017, steht hier hinten drauf. Ja, und auf jeden Fall, die könnt ihr gewinnen. Und hier dieses geile Poster, das ist meine Abbildung, weil die habe ich nämlich noch in der Versandtasche drin. Die hole ich nicht raus, nicht, dass die umknicken. Ja, das könnt ihr auf jeden Fall gewinnen. Ab 14 Jahren mitzumachen halt, wie gesagt, das sind die Bedingungen. Ihr müsst halt auch nochmal einen Hashtag setzen mit Logan Lucky. Und natürlich die Laufzeit, die ist ganz wichtig, das sind 7 Tage. Die startet heute am 13.09.2017 um 20 Uhr und endet dann am 20.09.2017 um 23.59 Uhr. Das ist ganz wichtig. Ja, und wie gesagt, wir wurden unterstützt halt von Studiokanal und Vollkontakt. Die haben uns das nämlich gesponsert. Vielen Dank nochmal daran, dass ihr uns so eine tollen Sachen gibt. Und wie gesagt, desto mehr wir hier sind, desto mehr wir in der Community wachsen als Nerd Army, dann können wir natürlich noch bessere Preise raushauen. Ne? Vergiss nicht, auf die Filmblogger zu gehen und zu Phantomas. Die Filmblogger haben auch richtig fette, geile Sachen am Start. Da könnt ihr auch gute Sachen jetzt gerade gewinnen. Und ja, haltet dann halt diese ganzen Gewinnspielbedingungen ein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, aber es steht hier auch alles in der Infobeschreibung drin. Ich wünsche euch viel Spaß und dann sage ich bis dann und ciao und bam!